Unrechtsstaat, ein hartes Wort und unscharf. Wissenschaftlich nicht definiert, jeder versteht was anderes. Gregor Gysi etwa, Aushängeschild der Linkspartei, balanciert auf Feinheiten. Das stimmt eben nicht, wenn man kein Rechtsstaat ist, dass man dann automatisch ein Unrechtsstaat ist. Was aber nichts daran ändert, dass die DDR kein Rechtsstaat war, dass sie eine Diktatur war, dass es Unrecht gab, auch grobes Unrecht gab. Aber Unrechtsstaat, wissen Sie, das kann man vielleicht zu Hitler sagen.